Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einer Rückengymnastik nur im Sitzen. Also, du kannst dir einfach einen Stuhl holen, dich hinsetzen und dann würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Und wir setzen uns zuerst auf die vordere Hälfte des Stuhles. Dann kann das Becken nämlich ganz leicht nach vorne kippen und so ist unsere Wirbelsäule in ihrer normalen physiologischen Form, in dieser doppelten S-Krümmung. Also, versuch dein Brustbein anzuheben. Versuch den Kopf so zu halten, dass du in den Horizont sehen kannst, also ganz leicht nach unten abfallenden Blick. Lass deine Schultern ganz entspannt nach hinten unten fallen. Entspann auch dein Gesicht, entspann auch zwischen den Augen. Lass mal so richtig locker und wenn du möchtest, schließe für einen Moment deine Augen und spüre deinen Rücken. Spüre deinen ganzen Körper, wie du sitzt, ob es irgendwo zwickt vielleicht. Irgendwo das Gefühl hast, dass du einseitig bist, dass beide Seiten nicht ganz gleich sind. Wie stehen deine Füße auf dem Boden? Gleichmäßig belastet, die Fersen unter deinen Knien. Und spür deinen Atem. Versuch durch die Nase einzuatmen und durch den Mund ausatmen und versuche, immer etwas länger auszuatmen, wie du einatmest. Nase ein und immer etwas länger aus, wie du einatmest. Das entspannt, kann den Puls und Blutdruck senken. Und langsam wieder die Augen öffnen. Einmal den Blick in den Horizont nehmen und jetzt mal mit den Füßen ganz leichten Druck in den Boden geben. Also beide Fußsohlen drücken in den Boden, atme aus, atme ein und löse nochmal. Spür mal in deinen Körper, was du da wahrnimmst, wenn du drückst. Atme aus, gib Druck, atme ein und löse wieder. Merkst du, dass du größer wirst? Vielleicht merkst du, dass du deinen Beckenboden aktivierst, deine tiefe Bauchmuskulatur. Dich automatisch etwas mehr aufrichtest. Deine Sitzbeinhöcker ganz leicht zueinander ziehen, wenn du ausatmest. Gib ganz leicht Druck und halte diese leichte Spannung in deiner Körpermitte. Lass deine Arme sinken und deine Schultern ganz entspannt nach hinten kreisen. Einfach mal beginnen, die Schultern zu kreisen. So mobilisieren wir die Schultergelenke, den Schultergürtel. Ganz wichtig für einen gesunden Rücken, dass wir da beweglich sind. Werde gerne etwas größer, nimm deine Ellbogen nach hinten. Dreh schon deine Brustwirbelsäule ganz leicht mit. Lass deinen Atem immer fließen. Immer wieder groß werden, aufrichten. Löse nochmal, nimm beide Arme jetzt nach oben und streck und räkel dich in Richtung Becken. Zieh dich so richtig lang. Deinen Rücken durchbluten, indem du den durchbewegst, die Faszien lang ziehst, deine Rezeptoren innerhalb der Faszien aktivierst, indem du sie lang ziehst und dehnst. Und jetzt nimmst du mit deiner rechten Hand mal deine linke und ziehst dich ganz weit auf die rechte Seite. Ich mache spiegelverkehrt. Komm wieder zurück, atme aus und zieh dich auf die linke Seite. Ein und aus. Ganz weit auf die Seite ziehen. Spür die Zwischenrippen, Faszien und Muskeln, die du hier auseinanderziehst. Dann kommst du ganz langsam wieder zur Mitte zurück, löst, öffnest die Arme so weit. Entweder weiter nach außen oder wenn es deine Schultern zulassen, etwas höher. Atme ein,
öffne und schließe, atme aus, mach deinen Rücken ganz rund. Einatmen, deine Wirbelsäule strecken, ausatmen, deine Wirbelsäule rund werden lassen. Immer mit deinem Atemrhythmus verbinden. Wichtig ist, die Wirbelsäule sollte beweglich sein. Dafür ist sie ja da, dass unser Rumpf sich bewegen kann. Aber auch eben dafür, dass sie unser Rückenmark schützt, unser Gehirn schützt. Und das kann sie natürlich besonders gut, wenn die Muskeln rund um die Wirbelsäule gut kräftig sind. Komm nochmal nach oben, streck dich. Und öffne deine Arme mal zur Seite. Ellbogen rechtwinklig, ungefähr. Und jetzt drehst du dich nach links und nach rechts. Atem fließt. Unser Körper möchte immer zuerst unser Gehirn schützen, natürlich, das Wichtigste. Das heißt, wenn die Muskulatur rund um die Wirbelsäule nicht kräftig genug ist, dann werden wir unser Gehirn schützen, indem wir kleine Bewegungen im Alltag machen, damit wir ja nicht stolpern oder ausrutschen. Je stabiler unsere Wirbelsäule ist, umso kräftiger die Muskeln, umso weitere Schritte, umso beweglicher werden wir auch in den anderen Gelenksystemen werden. Es hängt immer zusammen mit der Stabilität der Wirbelsäule. Deswegen ist dieser Kurs ganz wichtig, auch für unsere Beweglichkeit. Dann löst du nochmal, lass die Schultern locker, nimm deine Hände mal auf deine Schultern und versuch jetzt mit deinem Oberkörper einmal zu kreisen nach vorne. Kipp ruhig mit dem Becken ab, nach hinten. Und natürlich auch mal in die andere Richtung kreisen. Großen Kreis. Und komm dann ganz langsam wieder zur Mitte rück. Zurück, richte dich auf. Lass die Hände einfach mal auf deinen Oberschenkeln kurz liegen und öffne deine Beine und schließ sie nochmal. Geh einfach schon mal so ein bisschen drauf los. Deine Hüftgelenke mobilisieren, die müssen auch beweglich sein, damit wir einen gesunden Rücken haben. Wenn es jetzt zu rutschig ist, halte dich ruhig am Stuhl fest. Mit dem anderen Fuß anfangen, einmal mit dem anderen Fuß. Wieder in der Mitte bleiben und einmal das rechte Knie hochziehen, aufrecht bleiben, knapp unterhalb vom Knie, fest ranziehen, Rücken strecken, Dehnung spüren, wechseln, andere Seite ranziehen, Dehnung spüren. Nochmal lösen, nochmal wechseln, aufrichten. Wechseln. Und nochmal wieder auflösen. Und jetzt gehst du einfach am Platz. Das heißt, du versuchst wie draußen zu gehen, zu marschieren. Nimmst auch die Arme gegen gleich mit und drückst deine Füße mal ein bisschen weg vom Boden. Fußgelenke natürlich auch mit bewegen. Die sollten auch beweglich bleiben. Für einen jugendlichen Gang und für gesunde Knie. Also mal so ein bisschen wegdrücken. Schau mal, wenn dein linkes Knie hochkommt, kommt dein rechter Arm. Genau. Vielleicht kann auch der Oberkörper etwas mitgehen. Und das Ganze mal halbes Tempo. Eins, zwei, drei. Vier und wieder schneller. Eins, zwei, drei, vier und eins. Langsam. Zwei,
4 und 1, 2, 3, 4. Noch einmal langsam hoch, hoch und Tempo jetzt. Nochmal langsam und hoch, hoch, hoch und schneller jetzt. Ein letztes Mal noch langsam hoch, ziehen, ziehen und schneller jetzt. Bleibe im Gehen, bleib einfach hier, geh weiter und löst die Arme mal, nimm sie zur Seite. Stell dir mal vor, du gehst Seilspringen. Spann die Arme so richtig an und jetzt kreist du mit den Armen nach vorne. Einfach weitergehen, ganz kleine. Schultern tief, Arme lang, Bauchspannung, Blick in den Horizont, Gesicht entspannen, atmen. Und nach hinten kreisen, ganz kleine. Spannung im Rumpf. Soll es auch ein bisschen warm werden, hoffentlich. Und vielleicht ruhig noch größer mit den Armen kreisen. Geht noch. Nacken ist entspannt, oder? Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und die Ferse vorhalten. Schau mal, Ferse nach vorne. Schieb so richtig bewusst Fußspitzen Richtung Schienbein. Öffne deine Hände, geht noch eine Runde. Und jetzt schiebst du die Arme nach außen. Kraftvoll. Wenn es nicht mehr geht, locker mal ruhig aus. Spür bestimmt schon die Schultern. Ganz kraftvoll. Ruhig mal lockern zwischendurch. Ist okay. Immer so mitmachen, wie du dich wohlfühlst. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3. Jetzt werden die Arme schwerer und locker lassen, auslockern. Auch mal die Beine so ein bisschen schütteln und rütteln, trippeln, den ganzen Körper ausschütteln, auslockern. Und dann bleiben deine Füße hüftschmal stehen. Schultern zurückziehen und du nimmst deinen Oberkörper ganz gerade nach vorne. Brustbein führt, Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule und richte dich nochmal auf. Nochmal nach vorne und wieder aufrichten. Versuch ganz langen Rücken zu halten. Und jetzt bleibst du vorne. Bleibe hier. Nimm mal beide Hände zusammen. Streck die Arme und dreh dich einmal zum linken Knie. Ich mache wieder spiegelverkehrt. Komm wieder zur Mitte und dreh dich zum rechten Knie. Gerade Rücken. Einmal. Mach nur weiter. Ausatmen. Ich zeige es dir nur seitlich. Aus. Aus. Mach nur weiter. Komm wieder zu dir. Beine dürfen ruhig ein bisschen breiter wie die Hüfte sein. Rumpf drehen. Rippenbögen, Beckenknochen zueinander. Halt auf einer Seite, bleib hier und jetzt öffne den Arm, der frei ist. Schau mit dem Blick nach, komm wieder zurück und löse. Nochmal öffnen. So weit wie es geht in die Rotation gehen. Und gerne deine Augen folgen lassen und deinen Kopf. Noch einmal und langsam wieder zur Mitte kommen, Seiten wechseln, gerade Rücken und Blick folgt der Hand, so weit wie es geht. Dein Tempo.
und langsam wieder zur Mitte kommen. Hände zur Mitte, stütz dich ab, Beine, richte dich auf, Beine etwas öffnen. Und jetzt beweg deinen Rücken mal, wohin du möchtest, in allen möglichen Richtungen. So richtig durchbewegen, da hat es verdient, ruhig rund werden, aufrollen, nach rechts, nach links. Genüsslich. Und mal eintauchen nach vorne und wieder aufrollen oder andersrum. Nach vorne. Und dann irgendwann kommst du wieder zum Sitzen nach oben. Lockerst auch die Beine aus. Sehr gut. Beine bleiben so, stütz dich einmal hinten auf. Und jetzt drehst du dich einmal nach links und zieh dein rechtes Bein mal ganz weit nach hinten. Halte dich ruhig fest. Du kannst jetzt deinen rechten Arm auch noch nach oben holen. Und dann wechselst du auch gern. Einmal hoch, ziehen, Bauchspannung halten, die ganze vordere Linie hier aufdehnen. Da sind wir gern viel zu kurz, wenn wir viel sitzen. Und das kannst du im Wechsel einmal drehen, wenn dein Stuhl gut rutschig ist. Aber Vorsicht, immer noch mal festhalten. Und noch einmal die Seite. Dann bleibst du hier, löst noch einmal wieder auf. Beine ein bisschen schließen, fass deine Hände hinten an die Stuhllehne, heb dein Brustbein nach vorne, spür die Dehnung der Brustmuskeln. Da sind wir auch gern zu kurz. Einmal richtig nach vorne. Auflösen, ein Bein nach vorne strecken, Fußspitze anziehen und jetzt versuch mit geradem Rücken nach vorne dich zu beugen. Spür die Dehnung in der Rückseite. Wieder auflösen, andere Seite nach vorne. Knie strecken, gerade Rücken nach vorne, die Rückseite spüren, Schultern zurück. Nochmal wieder auflösen, Beine auslockern. Einmal drehen, soweit wie es geht, zum Stuhl. Die andere Hand drückt hier und du drehst dich so weit wie möglich. Wichtig ist, dass du gerade sitzt. So weit wie möglich mit ganz geradem Rücken nach hinten drehen. Dann wieder langsam zur Mitte kommen, ausatmen, Seite wechseln. Nochmal wieder zurückkommen zur Mitte, lösen, jetzt gerne einmal richtig lümmeln. Man darf auch mal zwischendurch lümmeln. Man sollte nur möglichst bewegt sitzen in seinem Leben. Also nicht immer nur sitzen, nicht immer nur stehen, nicht immer gleich sitzen. Also nicht unbedingt immer aufrecht, sondern mal lümmeln. In allen möglichen Variationen, möglichst viel Bewegung reinbringen. Zieh die rechte Schulter tief, kannst auch gerne den Stuhl von unten fassen und den Kopf nach links hängen lassen, so dass du den Nacken spürst, wo wir auch gern verspannen.
vorsichtig zur Mitte, andere Seite, zur Seite, Rücken ein bisschen ziehen. Und dann wieder auflösen, kurz nochmal nach vorne hängen lassen. Da merkt man, was für ein Gewicht der Kopf eigentlich hat, wie der am Nacken zieht mit seinen 5 Kilo. Atme aus, richte dich auf. Reibe nochmal die Finger, bis sie warm werden, deine Hände. Mit ganz warmen Händen streichst du jetzt oben an deiner Wirbelsäule entlang. Ruhig auch den Nacken massieren, wenn du möchtest. Wichtig ist, von oben nach unten streichen. Und auflösen. Kurz die Augen nochmal schließen, wenn du magst. Mach mal zu und spür den Unterschied zum Anfang. Wie fühlst du dich jetzt? Wie fühlt sich dein Rücken an? Wie fühlt sich deine Haltung an? Geh nochmal in die Segmente, wo du vorher vielleicht gedacht hast, da zwickt es ein bisschen oder da fühlt es sich ungleich an. Ist das Gefühl jetzt anders? Gern mal unten bei den Kommentaren bitte dazu schreiben, ob sich was verändert hat, ob du dich jetzt anders spürst, anders wahrnimmst. Mit dem nächsten Ausatmen deine Augen nochmal aufmachen. Einatmen, strecken, ausatmen, lösen. Letztes Mal ein und dann streck und räkel dich. Zieh dich und gähne. Fleißig. Öffne die Arme und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dir hat die Gymnastik gut getan. Ich würde es gerne erfahren und bestimmt auch die anderen, die mitmachen, wie es dir so gegangen hat oder wie es dir jetzt so geht. Wenn du Lust hast, meinen Kanal zu abonnieren, das ist kostenfrei. Mach das, dann bekommst du nämlich immer mit, wenn ich ein neues Video auf YouTube lade. Aber die graue Glocke drücken, also abonnieren, graue Glocke und dann auf alle gehen. Wenn du mehr Lust hast auf Hockergymnastik, dann geh einfach auf meinen YouTube-Kanal. Da findest du eine ganze Playlist mit vielen, vielen Videos im Sitzen. Und wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, vielen Dank. Der Link ist unter dem Video. Wenn du dann auf mehr ansehen klickst, mehr anzeigen, dann macht sich eine Seite auf und dann kommt Steady, deine Unterstützung mit 2,50 Euro oder 5 Euro monatlich könntest du mich da unterstützen. Dankeschön. Ich freue mich aber auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann.